In der Stadt lebten viele Tiere. Manche konnte man sehen und manche nicht. Das ist der Ort, an dem Philipp, eine kleine, sehr glückliche und hungrige Maus, lebte. Philipp lebte im Hauptmarkt der Stadt versteckt, unter dem zweiten Gemüseladen links. Das war ein exzellenter Wohnort, gleich neben dem Käseladen. Philipp ging immer eine kleine Runde spazieren, wenn die anderen Läden langsam schlossen. Das war die sicherste Zeit, weil nicht so viele Leute da waren und viel Essen für Philipp auf dem Boden lag. Bevor er nach Hause ging, zog er seine grüne Mütze auf und schaute in beide Richtungen und begann seinen täglichen Spaziergang. Wie immer, als er beim Fischstand war, grüßte er seinen Freund, das Chamäleon, welches auch auf dem Markt lebte. Aber das Chamäleon war heute sehr traurig, weil er seine magischen Steine verloren hatte. Was für eine Tragödie! Oh! Was würde das Chamäleon bloß ohne seine magischen Steine machen? Philipp bot natürlich an, ihm bei der Suche zu helfen. Gleich fingen sie gemeinsam an zu suchen. Sie würden den ganzen Markt nach den magischen Steinen absuchen. Der Markt war sehr groß. Um schneller zu sein, fuhren beide mit dem Fahrrad. Sie gingen zum Fleischstand, dem Obststand, dem Trockenfrüchtestand, schauten durch alle Boxen und hinter der Theke, aber konnten die Steine nicht finden. Auf dem Heimweg versuchte Philipp, das Chamäleon zu trösten, aber es war sehr traurig. Was würde er nur ohne seine magischen Steine machen? Als sie beim Fischstand ankamen, sah einer der drei Hummer, dass das Chamäleon sehr traurig war, und fragte ihn, was denn los war. Das Chamäleon antwortete, dass er seine magischen Steine verloren hatte. Wie sahen diese Steine aus? Waren es 7 Steine, hell und rund, in jeder Farbe des Regenbogens? Ja, hier sind sie. Sie waren im Aquarium der Hummer. Der Fischer hatte sie gefunden und gedacht, sie würden gut im Aquarium aussehen. Ein Hummer nahm die 7 Steine und gab sie dem Chamäleon zurück. Rot. Und schon wurde das Chamäleon rot. Gelb. Und schon wurde das Chamäleon gelb. Orange. Und schon wurde das Chamäleon orange. Grün. Und das Chamäleon wurde grün. Blau. Und schon wurde das Chamäleon blau. Lila. Und schon wurde das Chamäleon lila. Als Philipp die einzelnen Steine dem Chamäleon zurückgab, wechselte es andauernd die Farbe und lächelte ohne Pause. Philipp sagte Tschüss, hob seine grüne Mütze und lachte, als er nach Hause spazierte.